Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr sehr, sehr viele Coins machen könnt mit meiner UV-Liste. Zudem zeige ich euch, welche Spieler ich investiert habe. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne ein Däumchen hochgeben. Bist du hier neu auf dem Kanal, möchtest nichts mehr verpassen, lass dir sehr gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Du willst die Trading-Tipps noch vorab bekommen, dass du auch so viele Coins machen kannst wie ich? Dann kann ich dir nur empfehlen, in meinen Top 100 Trading-Discord reinzujoinen. Wie du hier reinkommst, fragst du dich jetzt sicherlich und das ist relativ einfach. Einfach mit einem Twitch-Sub kannst du hier reinkommen, mein Twitch-Kanal ist unten verlinkt. Oder wenn du sagst, ey, ich habe keinen Twitch Prime, um so gesehen kostenlos beizutreten, kannst du natürlich auch mit einer YouTube-Mitgliedschaft reinkommen. Da habe ich ja auch ein Jahresticket, kannst du einmalig kaufen und bist dann das komplette FIFA-Jahr am Start. Wir haben sehr, sehr viele, die letztes Jahr zwischen 50 und 100 Millionen Coins durch unseren Trading-Discord ertradet haben. Kommt da sehr, sehr gerne rein, wenn ihr Interesse habt. Schaut natürlich noch gerne bei meinem Partner Neva vorbei. Erster Link der Videobeschreibung. Aktuell sogar auf jeder PSN-Karte 15% Rabatt. Gönnt euch. Dann starten wir mit einer Geringverdiener-Methode. Falls ihr sagt, ey, ich habe noch nicht so viele Coins und ich will schnell viele Coins machen. Fürs Totti braucht jeder Coins, um die Tages-SBCs-Dinger zu machen. Brauchst du sehr, sehr viele Coins. Deswegen zeige ich euch eine sehr, sehr gute Low-Budget-Methode, die ihr aktuell machen könnt. Dafür geht ihr auf Silberspieler und bietet euch jeden Silberspieler für 150. Geht hier ein paar Seiten nach hinten. Ihr müsst hier ungefähr 15 Seiten nach hinten gehen. Dann könnt ihr auf jede Karte 150 bieten. Ihr seht, das machen schon sehr, sehr viele. Warum, werde ich euch auch gleich zeigen. Also ihr geht hier hinter, bis ihr hier bieten könnt. Dann bietet ihr hier die Seiten durch. Ist relativ easy eigentlich. Dann bietet ihr 50 Karten durch. Stellst die alle für 250 rein, machst 100 Coins pro Karte Gewinn, die kriegst du nach 10 Minuten ungefähr los. Gucken wir mal, ob 300 auch geht. Jetzt habe ich mich hier verdrückt, ist auch nicht schlimm. 300 geht jetzt nicht so gut, also machst du 250, machst du 100 Coins pro Karte Gewinn, das heißt pro Durchlauf, wo du die erbietest, machst du ungefähr 5000 Coins, was auf jeden Fall in Ordnung ist, wenn du wenig Budget hast, diese Methode durchziehst, ganz hier locker am Tag auch 100-200k dir erwirtschaften mit dieser Methode, relativ einfach, mach das auf jeden Fall, mach dir nichts verkehrt. Dann gehen wir natürlich zu meiner UV-Liste rüber. Da haben wir 27 Verkäufe, habe natürlich ein paar Karten wieder nachgekauft. Gehen wir natürlich auch gerade gleich drauf ein. Ich zeige euch gerade, welche ich verkauft habe und dann gehen wir auf die Karten drauf ein, die ich nachgekauft habe. Die werden wir auch gemeinsam reinstellen, dass ihr seht, ey, was hast du bezahlt, wie viel stellst du die Karte rein. Da könnt ihr jede Karte auch genau dreimal nachkaufen. Ihr seht das hier, auch noch ein paar Goldkarten auf der Liste. Hier gerade wie Ronaldo, Neymar, Bellingham, die gehen sehr, sehr gut. Mondi für die Geringverdiener nochmal eine Karte. Und ja, dann geht das schon klar, wie ich finde. Ich bin aktuell sehr, sehr am Investieren. Ich kaufe mir aktuell en masse von diesen seltenen Karten. Habe, glaube ich, schon 3.500 oder so gekauft. Ich weiß es gern. Vielleicht sind es auch mehr. Aber so ungefähr würde ich schon mal schätzen, 3.500. Ich werde den Rest von den Coins auch noch da rein investieren. Und jetzt gehen wir auf die V-Liste drauf ein. Ja, Freunde, da ich ja investiert habe, muss ich das euch so zeigen, anders würde das nicht funktionieren. Dass ihr die Preise natürlich seht, habe ich die Cam jetzt runtergemacht. Ich denke mal, das sollte klar gehen. Holt euch jede Karte, die ich hier gekauft habe, ungefähr dreimal. Da geht das auf jeden Fall ungefähr klar. Macht die Aufpreise ungefähr so wie ich. Wir könnten natürlich auch ein bisschen höher, ein bisschen tiefer gehen. Aber so ungefähr, sie hatten wir ja auch gerade eben verkauft für 19.000. Stellen wir genauso wieder rein. Haben wir dann auch unsere 1.200 Coins ungefähr Gewinn bei dieser Karte. Was absolut klar geht. Bellingham hier, ja, auch super Karte für die Liste. Mal 2k Aufpreis, dass wir 1.500 Gewinn haben. Bei 10k hast du ja 500 Gebühr ungefähr. Geht auf jeden Fall klar. Die Spiele werden wir jetzt alle gemeinsam listen. Ihr seht das hier bei, ich sag mal so, bei Karten bis 20.000 möchte ich mindestens 1k Gewinn machen. Bei Karten über 20.000 mindestens 2k. So könnt ihr euch das ungefähr ja vorstellen. Und natürlich mache ich auch hier mal 18,75, dass ich hier 1.700 Coins Gewinn mache. Geht dann auch absolut klar. Wer natürlich sagt, ey, ich möchte schnell Verkäufer haben, macht natürlich ein bisschen günstiger, dass ihr da die Karten schneller wegbekommt. Hier in Zaha auch relativ günstig, 19.000. Also ihr seht, ich habe jetzt auch nicht so teure Karten diesmal geholt, weil umso billiger die Spieler sind, die ich jetzt auf die Liste packe, umso mehr seltene kann ich natürlich einkaufen. Perisic hatten wir auch verkauft, ich glaube für 23,5, 24, weiß es gern mehr. Stellen wir auch genauso rein ungefähr. Dann hier Sergio Roberto. Die ganzen Informs sind sehr, sehr gut gesunken.
Wollte ich jetzt hier nicht zu viele mitnehmen, aber könnt ihr euch die ganzen 86er, 87er, die sind bei 30k ungefähr, könnt ihr euch problemlos auf die Liste draufpacken, macht ihr absolut nichts verkehrt. Dann haben wir hier den guten Marco Asensio mit Hunter sogar bekommen. Natürlich versuchen wir immer, wenn es möglich ist, die Karte immer mit Hunter oder Shadow zu bekommen. Wenn es nicht möglich ist, nehme ich auch einen anderen Chemistry-Style mit, aber das ist eigentlich die oberste Priorität immer, wenn ihr so eine Karte bekommen könnt, weil hier zum Beispiel ein Veron mit Marksman, ja, in Division 10 kaufen die es wahrscheinlich trotzdem, aber ist jetzt nicht so geil, den so zu listen. Ne? Mit einem Shadow könnte ich da wahrscheinlich nochmal einen Tausender draufschlagen. So wird er sich natürlich nicht so gut verkaufen, wie wenn der Shadow drauf hätte. Dann haben wir hier den guten Rabieux am Start. Machen wir auch 4k Aufpreis ungefähr mit der Karte, dass wir hier unsere 2,5k Gewinn haben mit dieser Karte. Günther, auch eine sehr, sehr günstige Karte und läuft auch bei mir unfassbar gut. Macht ja auch 2-3k Aufpreis. Super Karte. Geht auf jeden Fall gut klar. Dann haben wir hier Berbatov, den habe ich gesniped. Der war bei 26,5. Ihr seht das, der ist einfach für Mindestpreis reingekommen. Werde ich 28,75 machen. Da haben wir hier 5k Gewinn, was auf jeden Fall gut schmeckt bei der Karte. Hier nochmal ein paar Goldkarten. Griezmann kann ich euch immer empfehlen, mit Hunter auf der Liste zu haben. Auch 2-3k mehr. Dasselbe Prinzip auch mit Osimhen von Napoli. Auch hier ein Hunter drauf. Also bei den Goldkarten finde ich das schon sehr wichtig, dass ihr die mit Chemistry Style, mit den guten Chemistry Style kauft, weil da kriegst du eigentlich immer mit Hunter oder mit Shadow die Defensivspieler. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Kauft jede Karte, wenn ihr Coins habt, dreimal. Also ich denke mal, ihr versteht das. Stellt natürlich den einen dann so rein, den anderen so und den anderen könnt ihr natürlich auch so reinstellen. Ne? Also ihr könnt da natürlich ein bisschen variieren. Die Preise sind, müsst ihr nicht so machen wie ich. Das ist jetzt nur so, wo ich sage, so könnt ihr nichts verkehrt machen. Hier machen wir auch 4-4,5k Aufpreis. Die sind alle eigentlich selbe Prinzip, sage ich mal. Hier Mascherano, Marquez und wer war der andere jetzt? Habe ich jetzt schon wieder vergessen, wer der erste war. Auch auf jeden Fall ein Hero Carvalho. Jetzt mir ist doch noch eingefallen. Carvalho, so stellt ihr die Karten dann einfach alle rein, dass er mindestens eure 2k ungefähr pro Karte macht. Für 32k sind die echt super, die drei Stück. Da macht ihr nichts verkehrt. Hier in der Karte guckt ihr, dass ihr unter 20k bleibt, also 19,5, 19,75. Super Karte. Mertens habt ihr auch gesehen, haben wir gerade eben verkauft. Weiß gar nicht, ich glaube für 18, 19k. Auch eine gute Karte. Haben wir jetzt auch nicht nur so mit dem besten Chemistry-Style bekommen. Wenn ich die Karten nicht mit so einem guten Chemistry-Style bekomme, mache ich die auch immer ein bisschen günstiger, wie wenn ich die jetzt mit dem Top-Chemistry-Style bekomme. Ich denke mal, das sollte euch auch klar sein. Und wenn ihr natürlich eine Karte mit Basic bekommt, deutlich günstiger, würde ich die trotzdem mitnehmen und macht ihr einfach einen schmutzigen Chemistry-Style drauf. Muss jetzt nicht der Beste dann drauf sein. Hauptsache, da ist ja einer drauf und Basic ist halt wirklich komplette Katastrophe. Haben wir hier Eriksen noch am Start, der auch ein bisschen runtergegangen ist, der Mann. Machen wir auch 4k Aufpreis, geht auf jeden Fall gut klar. Dann haben wir noch Larsen und dann gehen wir zur zweiten Seite rüber. Machen wir auch, ja, so dass wir 3k Gewinn machen bei dieser Karte, also 2k besser gesagt, 1k schnappt sich ja Vancouver. So, dann gehen wir natürlich auf UV Liste Nummer 2, da habe ich auch noch ein paar Karten für euch vorbereitet. Ich weiß jetzt gerne, ob wir die alle gelistet bekommen. Haben wir hier noch Gakpo am Start. Okay, eine Karte kann ich nicht listen, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Da werde ich einfach einen Davis oder so nicht listen. Haben wir hier Gakpo stellen wir auch so rein, 3k Aufpreis ungefähr. Hier, wie gesagt, wenn ihr sowas seht, immer Chemistry Style drauf machen, Chat. Ist immer, die kosten eh nichts, die meisten habt ihr eh untrade. Ihr werdet die niemals brauchen, so viele Chemistry Styles, genau wie bei Davis. Okay, Catalyst ist ja jetzt unnötig, weil der Mann hat genug Pace, gebt irgendwas drauf, so, dann verkaufen sich die Karten tausendmal besser, wie wenn ihr da gar nichts drauf habt. Telles, sehr, sehr gute Karte für die Liste, könnt ihr auch nichts verkehrt machen. 17k. Klaus, auch übertrieben gute Karte bei mir auf der Liste. Geht auch sehr, sehr gut weg, jede Stunde gefühlt. Tapsoba, auch Abstoßpreis, die gute Karte von den guten Mann. Also fast Abstoßpreis, 1k mehr oder so. Also geht schon auch fit. Also da hast du auch kein Risiko. Raum hier, 22k, gut gesunken dadurch, dass Günther kam. Also kannst du die auch problemlos wieder auf die Liste packen für 20k. Dann haben wir hier Spinazzola. Natürlich könnt ihr auch immer gucken, wenn ihr die rote Version zum Beispiel, ich habe jetzt immer hier nur eine Version, wenn ihr die rote Version für denselben Preis bekommt, könnt ihr natürlich auch die mitnehmen. Ne? Ich denke mal, sollte klar sein, dass ihr da nichts verkehrt macht. Hier Sissoko machen wir auch, hat ein bisschen mehr wie 2k Aufpreis. Könnt natürlich auch, wenn ihr dann Chemistry Style
immer draufpackt, immer nochmal einen Schritt höher gehen, dass ihr 250 Coins mehr pro Karte bekommt. So könnt ihr das auf jeden Fall machen. Haben wir den hier nochmal am Stamm, auch Preis. Chiesa Nike-Karte mit Hunter stellen wir auch, ja, muss sagen, so rein, dass wir mindestens 1K Gewinn haben, eher mehr. Geht auf jeden Fall fit. Und dann hier nochmal eine Geringverdienerkarte mit dem Marcus Rashford. Stellen wir auch so 1,5K. Könnt ihr auch 2K machen. Ich mache jetzt 1,5K. 9,2 geht auf jeden Fall klar. Und das ist meine UV-Liste. Und ja, die ist wieder sehr, sehr gut gefüllt. Wenn ihr jeden Spieler jetzt dreimal kauft, braucht ihr, glaube ich, so 1,5-2 Millionen ungefähr. Davis bleibt jetzt übrig. Werde ich nochmal anbieten, wenn ich nochmal ein paar Verkäufe habe. Was nächste Runde so sein wird. Wir haben jetzt auf 100 die Liste. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Schaut, dass ihr die Liste immer auf 100 bekommt. Das ist immer das Wichtigste. Listet jede Stunde am Handy, auch ganz, ganz wichtig. Und habt immer unterschiedliche Preise. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Davis dreimal kauft, bietet den nicht alle drei für 5,5 an. Bietet einen für 5,5 an, einen für 5,7, einen für 6,3 als Beispiel. Ne? Dass ihr das euch merkt. Das sind die wichtigsten Regeln beim UV. Und ja, Freunde, das wäre es mit dem heutigen Trading-Video gewesen. Heute Abend bin ich natürlich wieder live auf Twitch. Kommt da sehr, sehr gerne vorbei. Twitch ist unten verlinkt. Lasst da gerne auch ein kostenloses Follow da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut ihr rein und ciao, ciao!